Wie süß die zwei sind. Yeah, niedlich. Ja, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Season 8. Wir machen weiter. Wir haben letztes Mal wieder Pech gehabt, aber jetzt suchen wir erstmal Pets. Ich will ein gutes Pet haben. Machen wir einfach ein paar Pet-Runs. Ich werde zeigen, wie das so ist. Und es ist sehr spannend. Also bitte nicht ausschalten, weil ihr denkt, es ist nicht spannend. Das ist natürlich sehr spannend. Ja. Also, Tristram vom... Tristram fangen wir an. Ja, Tristram Akt 1 fangen wir an. Wir fangen hier mit nördliches Hochland an und gehen hier überall herum. Ah ja, und die Uhr an möchte ich auch mal austesten, anders zu nehmen. Ja, ich habe ja recht schlechte Verteidigung, nämlich einfach mal das mit dem Scharen. Also, dass ich die zu den Gegner umleite. Ich muss einfach noch kurz warten zum Wechseln. Jo. Ich bin einfach gut drauf. Ich bin Diablo 3 süchtig wieder. Es tut mir leid, dass ich ein paar Tage nicht aufgenommen habe, weil ich immer in Downtimes aufnehmen wollte und dann ging Diablo 3 nicht. Und ich will es ja nicht im Singleplayer-Modus spielen. Im Offline-Modus, also ja. Geht doch einfach weg. Ah, die Barbarin ist schon cool, hä? Aber hier ist gerade momentan nichts. Ich gehe immer meistens auch auf. Ich kann es ja euch zeigen, aber es ist immer nur... ja, all fünftes oder sechstes Mal. Und eben, ich habe jetzt in dieser Season natürlich noch nie gemacht. Weil ich einfach keine Zeit habe. Hier habe ich zum Beispiel mal solchen Goblin. Ist natürlich wichtig. Der ist sehr wichtig. Seht ihr, haben wir schon einmal ein bisschen Boni. Schon etwas gut gemacht mit dem Goblin. Oh, es gibt auch sehr viel, hä? Ich brauche mehr Zeit. So wie ich sehe. So, jetzt gehe ich meistens nach oben. Dann tue ich noch kurz die Blutsplitter ausgeben und dann gehen wir weiter, gell? Also hier haben wir zum Beispiel meistens links einen Goblin. Hier ist zum Beispiel der Theodrin Todessänger. So, töte. Also ich will unbedingt ein paar Stufen höher jetzt kommen. Auch mit diesem Urahnen-Scharing. Ich gehe meistens hier rein kurz, aber nur kurz. Damit einfach hier der Goblin auch eventuell getötet werden kann. Und sonst oben rüber. Ihr müsst unbedingt zurückgehen und oben rüber. Macht das am besten so, wie ich es mache. Ihr müsst zwar zweimal laufen, aber ja, es ist ja sowieso nötig, immer wieder zu laufen. Ihr müsst einfach nicht so depris sein oder so und meinen, ja, ihr müsst nie laufen in diesem Spiel. Es ist immer so. Mich zieht es manchmal auch in die Depressivität. Aber ihr müsst einfach mal bedenken, dass das Spiel halt einfach so gemacht wurde. Aber ihr müsst dem Spiel anpassen, nicht euch anpassen. Ihr müsst einfach denken, dass das Spiel euch beherrscht sozusagen. Weil... ihr könnt nichts ändern. Ihr könnt es einfach nicht machen. Ich muss noch ein wenig länger warten. Und das ist halt das Blöde. Das ist einfach das Blöde an diesem Spiel. Aber es ist klar, jeder will High Rifts machen. Jeder will High Rifts machen und sonstige Sachen. Aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Das liegt einfach am Spiel. Wenn es nicht droppt, wenn nichts droppt, dann droppt nichts. Dann spielt halt mit anderen Leuten zusammen. Ich spiele solo. Also bei mir geht's halt länger, dann habe ich meistens nicht so viele Aufrufe. Aber die Leute wollen einfach nicht mehr langsam vorwärts kommen. Sie wollen nicht mehr. Das ist das größte Problem. Also ich bin anders, dann habe ich viel wenig Zuschauer. Genau, nur weil ich anders bin. Aber nur weil ich anders bin. Ich habe immer viele Aufrufe bei Videos, weil ich nicht ein bisschen anders bin. Also es ist komisch, hä? Es ist recht komisch, also. Es liegt halt nicht nur an Diablo 3 und anderen Games, es liegt auch an mir, aber halt einfach so, dass es
für mich halt schwer ist, mich passend an euch zu machen. Soll ich die ganze Zeit nur kindeln? Soll ich die ganze Zeit nur speedrun? Dann müsst ihr es mir halt sagen, aber ich spiele halt einfach so. Also es gibt halt nicht so viel zu sagen darüber. Ich spiele die Games zwingend anders. Ich will ja anders sein. Ich will nicht Mainstream werden. Ich will nicht allen nachmachen. So dumm wie die tun oder so. Also mir tut es manchmal wirklich ein bisschen weh, wenn ich sehe, dass alle Leute Mainstream werden. Also jede YouTube ist ungefähr gleich, außer die Stimme ist anders. Es ist einfach Wahnsinn, was der Unterschied... Also, es gibt keinen Unterschied mehr. Und das will ich einfach ändern mit meinen Let's Plays, oder? Da mache ich ja auch weniger, aber dafür bessere Let's Plays. Und Livestream nebenbei. Viel Livestream nebenbei. Also. Oh, cool. Nicht schlecht, ja. Ja, unser Helm ist natürlich noch nicht so gut. Tja. Das Schicksal ist euch heute hold. Also, ich brauche eben die Schulterpanzer. Vergesst nicht, dass ich das Glück... Ja, natürlich kommt nichts. Teuer. Einen besseren Erdrutsch. Sehr gut. Ich brauche einen besseren, weil ich Defensive brauche. 8,7 mehr Verteidigung. 8,9% mehr Verteidigung. Ja, ist klar. Jetzt muss ich ja oben ein Ding noch oben transmogrifizieren. Das ist schon wichtig. Das. Abklingzeiten kann ich nehmen. Oder aber 13% Leben, Ruf der Aue an, könnte ich nehmen, aber noch nicht jetzt. 14 sogar. Ja, wir haben bald keine mehr. Ja gut, wenn nicht mehr geht, können wir nichts machen. Tja. Ja, wir müssen mal wieder normales riften, hä? Gut. Dankeschön, dass ich alles verschwenden musste. Wieder mal toll. Ach komm, transmogrifizieren wir mal. Wir haben sowieso genug Geld, hä? Also. Transmogrifizieren wir machen die natürlich. Ich will einfach immer wieder die normalen verwenden, weil die einfach cooler aussehen manchmal. Also einfach nicht so übertrieben aussehen. So, da haben wir die verwendet. Ich will ja den lassen. Hier verwenden wir vielleicht den hier. Oder den hier. Ja, den. Der ist viel zu schwach. Der Kyras des Orobes ist das Set, oder? Das, was wir in den Seasons bekommen. Ja, ja. Ich habe also alle wahrscheinlich. Oh, die sehen cool aus. Die sind cool. Aber die passen nicht so gut. Oh, die sind cool. Die nehme ich, oder diese. Die nehme ich. Nein, die nehme ich. So. Hier machen wir zum Beispiel... Nein, nicht die. Ja, die, gell? Die. Nein. Oh, die. Die sehen cool aus. Aber sie passen überhaupt nicht. So. Hä? Oh, so sieht cool aus. Ich mag diese Platten. Diese Platten mag ich irgendwie. Sind zwar nicht ganz so schön aus. Oder so. Das sieht aus. Oh, das sieht cool aus. Einfach nur cool. Und sonst?
Stiefel haben wir nicht so schöne, hä? Oh, die sehen cool aus. Mir gefallen diese Rillen. Die Zehen. Die Schuhe haben Zehen. Oh, sieht das cool aus. Passt halt nicht alles. Das kann man einfach mal sagen. Ja, dann nehmen wir wieder den, oder? Oder den. Oh, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Ich will eigentlich den nehmen, aber das sieht einfach zu wenig brutal aus. Komm. Schaut euch mal an, wie das aussieht. Das ist ja mal genial. Jetzt müssen wir den noch wechseln. In... Ja, das ruft der Ding. Also eben hier bekommen wir Wut. Jetzt haben wir wahrscheinlich weniger Wut. Aber dafür haben wir... Oh, der sieht cool aus. Der sieht wie Korn-Berserker aus. Das war auch einmal 40.000. Also jetzt geht ihr auf südliches Hochland oder Halle der Agonie Level 2 und 3. Ich nehme südliches Hochland leider nicht so oft, weil ich einfach nicht so lange laufen möchte. Wer laufen möchte, der kann dorthin gehen. Und sonst können wir... Ja, ich habe immer noch genug Wut. Aber seht mal die... Oh, diese Schaden, den ich jetzt plötzlich mache. Aber das ist nur wegen der wegen dem Schulterpanzer, hä? Also beziehungsweise einfach dem Ding. Berserker. Ja, aber Berserker habe ich jetzt. Vorher habe ich keinen Berserker gehabt, genau. Nein, es liegt einfach nur an dem Ding. Also hier müsst ihr einfach hier alles durchgehen. Einfach mal alles durchgehen und dann wechseln zum nächsten Stockwerk. Am besten geht ihr auch noch in das Gefängnis. Dort haben man auch recht gute Bonis und haben auch gute Drop-Chancen von Gegenständen. Weil recht viele dort sind. Recht viele Bosse. Recht viele Elite- und Champions-Gegner. So. Also wenn ihr in einer Sackgasse seid, hört auf. Geht entweder zurück oder hört auf. Aber nicht wieder zurückgehen. Also ich mache jetzt nochmal... Okay, weil ich zeige, mache ich mal weiter. Hä? So. Ich bin überzeugt, dass eine übel... Ich zeige es ja nur, also wir machen das sicher dann in einem nächsten Part weiter. Aber nicht im nächsten Part, sondern in einem der nächsten Parts. Also eventuell brauche ich eben diesen Ring des Grandeurs. Und ja, noch ein paar Great Rifts und so eher zuerst, hä? Also machen wir eine kurze Pause davon. Also ja, wir müssen ja eigentlich keine Pause machen, aber wir machen Pause, weil wir andere Sachen machen müssen, sozusagen. Also hier einfach folgen dort, wo ihr hingehen wollt, nicht irgendwo hingehen, wo ihr denkt, das wäre am besten. Einfach folgen. Ihr müsst gar nichts denken in diesen Runs. Einfach die Haustiere genießen, wenn ihr sie habt. Ah, meine Katze kratzt wieder an der Tür. Ah, oh, das ist ein Lausmädchen. Ein lausiges kleines Mädchen. Kira heißt sie übrigens, wer es noch nicht weiß. Im Vlog werdet ihr dann mehr sehen, wenn der Vlog kommt. Mit der GoPro. Mit der besten GoPro. Aber bevor ich die Kreditkarte nicht habe, kann ich sie mir nicht holen. Aber das geht bald. Das ist bald soweit. Ich brauche mehr Zeit. Ja, ja, die darf nicht rein. Die weiß es ganz genau. Sie weiß es ganz genau, dass sie manchmal nicht rein darf, wenn ich aufnehme oder livestreame. Da nicht.
Ja, die kann auch weiter kratzen, die kann auch ganz weit kratzen. Die kratzt mich einfach mal ein bisschen an der Tür. Sie kratzt einfach an der Tür. Ja. Ich werde nicht abgelenkt, ich lasse mich nicht ablenken, weil ich höre es, ihr hört es wahrscheinlich nicht so. Ist aber auch gut so, wenn ihr es nicht hört. Aber ich lenke mich ab. Aha, jetzt haben wir es hier, hä? Also hier rauf müsste ich natürlich gehen. Ja, hier ist nie etwas. Noch nicht bereit. So, dann gehen wir weiter, hä? Ich finde die so schön jetzt. Ich habe sie so gut gemacht. Hier können wir nämlich auch noch einen Goblin finden manchmal. Es ist ein bisschen kompliziert, aber ich mache eben die große Route und ihr könnt natürlich vieles auch auslassen, hä? Ja, ist kein Goblin hier. Wir haben ein bisschen Pech gerade. Sonst habe ich manchmal mehr Goblins sofort. Aber hier haben wir jetzt diesen Blutgoblin gehabt. Dann geht ihr Hein des Wehklagens, geht einfach durch, gell? Wir gehen jetzt mal nicht dort durch. Also vielleicht nur der Anfang, komm, nur der Anfang. Aber hier macht ihr alles durch, oder? Er macht am besten so eine Route hier und dann immer wieder hoch, bis ihr ganz oben seid. Weil es immer die gleiche Form hat. Es ist nie anders. Es hat immer die gleiche Form. Ja. Also jetzt muss ich leider zurückgehen. Hopp. Geh tot. Ich muss alle Gegner besiegen, sonst komme ich nicht zurück. Genau. Also Felder des Elends würde ich nicht machen, aber Kathedrale Stufe 4. Mach die 4 am besten. Dass die Ursprungsstadt ihres Kreuzzuges zerstört ist. So, und im 4 einfach einmal ringsum. Nicht in die Zwischensachen. Also ihr findet sie direkt. Ich brauche mehr Zeit. Aber wenn ihr sie nicht findet, geh nicht in die Zwischenlook. In die falschen, also in die Sackgassen. Und wenn ihr halt geht, dann geht ihr halt. Eben, man sieht es halt nicht. Und hier startet man ja eigentlich immer hier. So, da geht ihr auch hier runter natürlich. Da müsst ihr einfach immer hinunter gehen. So. Was ist das? Zum Beispiel mal geradeaus. Weil ich denke, es geht hier ringsum. Also eben, ich tue zwischendurch manchmal ein paar Sachen herausfischen. Also ich denke, ich mache mir Gedanken zwischen den Parts manchmal. Ich tue nicht den Charakter spielen. Ich nehme 100% mit diesem Charakter natürlich auf. Aber ich tue mir einfach Gedanken machen, wie es früher so war, was ich am besten machte, damit ich einfach euch mehr zeigen kann zwischen den Parts. Also, ja, in den Parts, oder? Weil ich gebe mir Mühe für die Let's Plays. Nicht wie die anderen manchmal machen und herumschreien unter Alben und so weiter. Ich brauche mehr Zeit. Und ich bin ja einer der wenig Albert. Ich bin nicht Albert Einstein, aber ich habe das Gehirn vom Albert Einstein. Aber albere nicht herum. Ja, dann haben wir schon wieder fertig hier. Und hier unser Gasse halt ist. Gut. Pech. Ach man, dann geht ihr im dritten Akt, nur noch im dritten Akt, macht ihr Blöcke von Korsik und Turm der Verfluchten, Turm der Verdammten. Mehr müsst ihr eigentlich nicht machen.
Wir gehen hier mal in den Turm der Verdammten, weil da gibt's eigentlich jedes Mal einen. Jedes zweite Mal einen, aber vielmal hintereinander. Also geht ihr einfach einmal in Zoom. Mehr machen müsst ihr nicht. Nicht die Gegner besiegen, nichts. Einfach ringsum gehen. Mehr müsst ihr gar nicht machen. So. Ihr hört dies. Die Ding. Vielleicht im Let's Play jetzt gerade nicht, weil es sehr leise wieder eingestellt wurde von... Weiß nicht, Blizzard tut das immer wieder zurückstellen wegen der Updates oder sonst irgendwas. Es ist relativ leise, ich wollte es eigentlich lauter haben. Muss ich mal ein bisschen lauter machen wieder. Oder habe ich das jetzt gerade nicht gemacht? Doch. Weil ich habe den falschen Knopf gedrückt, ich würde den anderen eigentlich drücken anwenden. Aber es geht auch so, also es lässt so. Und eben so mit Wirbelwind-Charakter, also Barbaren, könnte das natürlich noch besser machen. Oder so ganz schnelle mit Salto vom Demon Hunter ist das recht gut, wenn ihr ganz gut viel... wenn ihr ein Charakterbild nehmt, der ganz viel Disziplin hat, dann könnt ihr da eigentlich recht schnell einmal ringsum gehen. Oder mit Teleport, wenn ihr keine Ablenkzeiten habt durch ein Item, ist immer gut. Manchmal gehe ich auch zu Zidea runter, aber ich habe meistens nicht Bock. Weil eben, wenn man 1000 Mal wiederholt hat, immer weniger Bock hat. Außer ihr habt ein starkes Herz und starken Gedanken wie ich. Aber eben, weil ich das schon 500.000 Mal gemacht habe und nie Mercenary Goblins gefunden habe für die Pets, ja. Bin ich halt auch demotiviert langsam. Das ist wahr. Wenn man keinen Erfolg hat, also... Ja, einer hat ganz, ganz viel Erfolg und ich habe zum Beispiel nie Erfolg. Das ist immer abwechselnd. Also nicht abwechselnd, aber... Immer speziell, eventuell... Hat Blizzard halt einfach ein bisschen... Das versteht, dass nicht jeder eine so eine gute... Spawnrate hat oder so. Zum Beispiel die Flügel für die von den Adlern habe ich ungefähr 5 Millionen Mal suchen müssen. Ja, geschätzt 5 Millionen Mal. Also wirklich. Nur geschätzt. Also ihr seht, es geht viel besser mit diesem Uran. Hä? Ich gehe noch Ariad. Also Ariad Kern. Weil da natürlich auch ein Goblin kommt eventuell. Aber ich war so etwas von nicht fit. Also ja, ich war eben nicht so durchgehend so weit, oder? Also es keine Goblins gab. Dass ich keine... Niemand hält mich zurück. Dass ich das gar nicht betreten habe. Weil ich auch ein bisschen demotiviert war, dass ich keine hatte und so. Naja. Die Motivation, ne? Das geht noch nicht. Mehr Wut. Also dann machen wir noch ein Great Rift am Schluss, hä? Oder haben wir schon zu viel? Ne, ich glaube nicht, dass wir zu viel Zeit haben. Ich habe vergessen noch einzustellen. So. Dann machen wir ein Great Rift. Ja, jetzt können wir einfach mal da ins versteckte Lager gehen. Dann machen wir noch ein Great Rift. Mal kurz etwas essen, sonst habe ich raue Stimme. Boah, haben wir viel Atem des Todes schon. Ah, können es sowieso nicht machen. Jetzt mache ich noch die Hälfte oder so von dem... Ne, vor dem Portal, hä? Es ist irgendwann. Diese Prüfung zu
Boah, sind wir stark. Jetzt müssen wir dann wieder eine Stufe höher machen, hä? Machen wir im nächsten Part dann eine Stufe höher. Ja. Noch nicht bereit. Nicht leicht zu besiegen sein. Ja, sind schon leicht. Nicht schwer. Lieber Leute, lieber Tempel. Wie heißt das schon wieder? Ah, oh, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Wie er heißt. Oha. Das geht noch nicht. Kommt. Wir müssen weiter. Nächstes Gebiet. Nein, es kommt noch ein bisschen. Euer Fleisch ist schwach. Ich brauche mehr Zeit. Naja, also Diablo 3 gefällt mir viel besser als die Meta. Es liegt einfach daran, dass ich immer wieder das abwechselnd mache. Andere machen halt nicht immer, die machen nur Great Rifts ständig und dann sagen sie, oh, es ist langweilig und so weiter. Oder nehmen einfach die Kritik der ganz großen Pros an. Die sagen dann einfach auch im Forum oder sonst irgendwo, ja, also jetzt sage ich das einfach mal auf die Seite, die sie wahrscheinlich denken und nicht die, die sie schreiben, aber ja, ich tue ganz viel Livestream schauen und dann sehe ich, dass einer immer das Gleiche macht. Und dann muss ich natürlich die Kritik dort rauslassen und so weiter. Weil ich ja eben auch sehr deprimiert bin durch das Livestream schauen und so weiter. Und das möchte ich einfach, ich selber, also der Drago, möchte das verhindern. Genau das ist es ja, dass ich einfach möchte. Ich möchte nicht Mainstream sein. Ich will jetzt nicht unbedingt den höchsten Charakter haben und die höchsten Highscores knacken. Ich bin ein Spieler, dem ist es scheißegal, was für Leute Highscore erreichen. Wieso? Und warum? Es ist mir scheißegal. Und deshalb, ja, mache ich es auch gemütlich. Genau, ich habe keinen Druck. Die Leute haben riesigen Druck. Die werden stark depressiv durch das Zeugs. Das liegt einfach daran, dass sie sich extrem in die Füße reinfressen. Das ist einfach so. Also viele Streamer sind leider psychisch krank, auf schwerste Weise. Und das ist leider wahr. Man kann es nicht anders sagen, aber es ist so. Also ein großes Gebiet. Hey, jetzt machen wir noch fertig. Komm, ein großer Part habt ihr auch verdient. Ihr seid so tolle Zuschauer. Da habt ihr das verdient, gell? Noch nicht bereit. Ja, liebe Leute. Ich weiß, ich schmeichle, aber es ist wirklich so. Schaut mal, man kann viele YouTuber ja gar nicht mehr, ja, aufs Wort gehorchen. Also, ja, wenn sie das sagen, traut man es ja gar nicht, eigentlich wahr zu haben. Und ich möchte das verhindern. Ich sage nicht Scheiße. Ich sage nicht Lügensachen. Sondern ich mache das ehrlich. Ich bin ein ehrlicher YouTube und bleibe ein ehrlicher YouTube, das müsst ihr merken. Gell? Also. Ich brauche mehr Zeit. Ihr habt gegen mich keine Chance. So, jetzt haben wir den Ball fertig, hä? Machen wir das einfach gleich fertig, wenn wir so einfach hier durchkommen. So, ja, Schaden macht ihr noch nicht so viel, hä? Ja, ich brauche eben die guten Items, die für den Uran-Baba einfach so ist. Ich muss die Uran ja stärken und nicht mich selber. Aber dann muss ich einfach wahrscheinlich etwas anderes benutzen als Wirbelwind. Je nachdem, keine Ahnung was. Ich könnte zum Beispiel auch die Uran wieder ummachen in mehr Ding oder Wut und es dann mit Spam versuchen von
Nicht Felsschlag, der andere. Ja, ist der andere Angriff. Ja, dieser Schmetterangriff da. Ich brauche mehr Zeit. Komm, noch ein bisschen vorwärts machen, bitte. Nein, das nehme ich nicht. Ja, ja, und wenn ich Bulkados habe, bin ich auch noch ein bisschen schneller. Hä? Dann kann ich den Hammer weglegen. Aber ich muss eben Grandeur noch haben und so weiter. Das dauert noch, gell? Ich hoffe, der Ding ist nicht so schnell fertig. Also Dezember wird er wahrscheinlich noch bleiben, die Season. So. Und haben wir es bald. Euer Fleisch ist schwach. Ja, wieder ein bisschen vorwärts machen, hä? Ich brauche mehr Zeit. Okay, der braucht man doch, da ist er. Brauche ich doch ein bisschen Wut des Berserkers. Noch nicht bereit. Ja, ja. Du mal ein bisschen weniger stinken, gell? Genau, hier rüber musst du kommen. Hier wird gestunken. Ja, da kannst du stinken, ja. Komm weiter, komm. Du kannst du stinken. Nicht hier. Du Gula. Gula-Stinker. Komm jetzt hier hin. Ach komm. Ach komm, hey. Die Gomm-Gegner sind immer blöde. Richtig blöde. Die waren schon tausendmal besser. So, dann haben wir das auch geschafft. Schön, hä? Also jetzt habe ich 34. Ich habe eigentlich schon maximal, oder? Muss ich dort aufhören? Nein, ich will schauen, was maximal ist. Da muss ich schauen. Nun wisst ihr, warum Engel und Dämonen halt die Fresse. Fürchten, Lorat. Du musst die Fresse halten. Bewegungsgeschwindigkeit 25% ist noch nicht maximal, oder? 30% ist maximal. Portal brutal, und das ist das. Ja, klar. Oh, Rakos. Uralter Nagelbeißer. Dornenschaden, ja, da brauche ich unbedingt. Ich will ja auch ein Dornenbild machen, wenn ich es schaffe. Sonst spielen wir einfach bei Non-Season weiter. Nein, ich will natürlich auch Season bringen, die nächste Season. Und dann natürlich mit einem Charakter, wo ich ein bisschen mehr Stärke zu beißen habe. Oder eventuell weniger, je nachdem, was halt Rockstar, sage ich schon, Blizzard dann halt alles wieder schlecht balanciert. Ja. Aber ich tue ja nicht den Meta anschließen, ich schließe mich einfach an. Also, wenn ich halt einen starken Bild mache, dann mache ich halt einen starken Bild. Aber ich tue mich doch der Meta nicht anschließen. Ah, da bist du. Ihr seht aus, als könntet ihr diesen, sicherlich sehr nützlichen Gegenstand gebrauchen. Ja, halt doch die Fresse. Vergesst, das ist das, yay! Nein, so wenig Schaden. So ein Mist. Habe ich überhaupt noch? Also habe ich wieder. Ich muss physischen, hä? Ich muss den Zorn des Berserkers auch ändern, hä? Also, mache ich das nochmal kurz auf. Physischen. Ja. Das nächste Mal. Aber ich brauche den einfach. Tschüss.